Ich weiß nicht, was das schon wieder soll. Ich dachte, ich hätte Stallhilfe gekauft. Naja, egal. Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Soweit ich weiß, sind heute die neuen Marvaris rausgekommen. Ich weiß noch nicht, wo sie stehen, deswegen werde ich mal kurz in den News nachschauen. Okay, dieses Pferd sieht auf jeden Fall super schön aus mit diesen türkisen Augen. Es gibt anscheinend auch noch mehr Ausrüstung. Das sieht eigentlich auch ganz nett aus. Anscheinend stehen die auch alle wieder im Goldblattstall. Ja, mehr Neues gibt es eigentlich nichts, aber reicht ja eigentlich auch. Ich werde jetzt mal zum Goldblattstall reiten, beziehungsweise fahren wohl eher. Ich hoffe, dass es funktioniert, denn ich war in den letzten Tagen nicht wirklich online. Was ich aber mitbekommen habe, ist, dass einige Leute Probleme mit dem Transporter haben. Witzigerweise irgendwie nur Leute, die auf einem Apple-Laptop oder Computer spielen. Ich weiß nicht, ob das nur ein Gerücht war, habe ich auf jeden Fall so mitbekommen. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr irgendwas dazu wisst. Okay, hier ist auf jeden Fall schon... Wow, 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 der Clubname. Okay, heftig. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass hier schon ein reges Treiben ist. Und ja, wir schauen die uns jetzt einfach alle mal nacheinander an. Und zwar ist das einmal hier dieser Rappe. Der ist, finde ich, nicht ganz schwarz. Der glänzt, ihr wisst, was ich meine, nicht jetzt tiefschwarz, sondern so ein Schwarz halt. Er hat zwei verschiedenfarbige Augen. Ich finde, das Auge sieht nicht so deutlich blau aus wie im Trailer. Also in diesem Teaser-Bild gerade sah das irgendwie deutlicher blau aus. Aber finde ich trotzdem schön, auch eben mit den zwei verschiedenfarbigen. Den kaufe ich auf jeden Fall, aber noch nicht jetzt. Ich schaue mir trotzdem erstmal den Rest an. Und zwar haben wir einmal hier diesen perlfarbenen. Den finde ich wunderschön. Ich habe bloß in den Kommentaren teilweise gelesen, dass es Leute irgendwie dumm finden, wenn ich alle Pferde kaufe. Ich weiß nicht, was euch daran stört, weil das sind ja eigentlich meine Starcoins. Aber wenn ihr das wollt, dass ich nicht alle kaufe, dann kaufe ich nicht alle. Das hier ist ein Schecke, den finde ich auch wunderschön. Der sieht sehr fein gemustert und alles aus. Ich finde, er sieht original aus wie so ein Breyer-Pferd. Eigentlich war ich mir sicher, dass ich den rappen will, als ich den auf diesem Bild gesehen habe gerade. Aber jetzt überlege ich, ob ich vielleicht auch eher zu diesem hier tendiere. Allerdings habe ich mir ja neulich schon zwei Pferde in dem Farbton gekauft. Deswegen bin ich echt am Überlegen. Oder soll ich alle kaufen? Wehe, irgendjemand hatet, wenn ich alle kaufe. Das Ding ist, ich kaufe, wenn dann, nur den oder ich kaufe alle. Okay, egal, es sind meine Starcoins. Ich habe bloß gerade meine Namensliste irgendwo anders. Ich muss mal kurz mein anderes Handy holen. Ich weiß nicht, warum das diesmal schon wieder so eskaliert. Ich wollte wirklich nicht alle kaufen. Aber ich sag mir wirklich halt einen oder alle. Aber einer ist ein bisschen wenig. Oh, mein Akku ist leer. Super. Deswegen alle. Okay, ich habe jetzt ein Ladekabel geholt. Und dann muss man noch mein Handy angehen. Ich könnte aber schon mal probieren, selber kreativ zu werden und mir Namen auszudenken. Und das Ding ist, ich hatte schon lange den Namen Snow White so im Raum stehen. Und ich wusste immer nicht, ob ich Snow White ein weißes Pferd nennen soll oder ein schwarzes Pferd. Weil Schneewittchen heißt, glaube ich, Schneewittchen, also Snow White, weil sie, glaube ich, sehr helle Haut, aber schwarze Haare hat. Aber es gibt eigentlich kein Pferd in SSO, vielleicht irre ich mich, was komplett weiß ist und eine schwarze Mähne hat. Deswegen nenne ich, ich hoffe, ich habe noch kein Pferd so genannt, aber soweit ich weiß nicht. Deswegen nenne ich sie jetzt einfach Snow White, obwohl sie ja eigentlich nicht wirklich Snow White ist, sondern eher so Pearl-Farben. Was ist das eigentlich für eine Augenfarbe? Okay, es ist einfach so ein Braunton. Okay, ich habe mich jetzt dazu entschieden, das Pferd Ocean Pearl zu nennen. Ich hoffe, ich habe den Namen noch nicht. Und ja, ich kaufe sie jetzt einfach mal. Okay, mein Handy ist bei 1% und wenn ich es jetzt anmache, dann stürzt es sofort wieder ab. Deswegen muss ich jetzt, glaube ich, wirklich selber kreativ werden. Als nächstes kaufe ich meinen Favorite, weil er sieht, oder sie sieht so gut aus. Einfach wie so ein Breyer-Pferd. Und ich liebe die Hufe, ich liebe alles an diesem Pferd. Ich weiß noch nicht ganz, ob... Oh, 950, habe ich voll vergessen. Ich weiß noch nicht ganz, ob ich für einen süßen oder für einen edlen Namen bin. Okay, ich habe mich jetzt hier für den Namen Summer Rain entschieden. Eigentlich wollte ich irgendwas so krasses, majestätisches, Champion-mäßiges machen, aber ich habe nicht wirklich was gefunden. Aber ich finde Summer Rain eigentlich auch super schön. Eigentlich habe ich gerade noch einen besseren Namen. Gibt es was mit G? Okay, ich habe einen besseren Namen. Wir heben uns Summer Rain für das nächste Pferd auf. Und ich nenne ihn bzw. sie Gold Star. Spontaner Lieblingsname, bester Name. Er hat auch, wenn man es kennt, eine witzige Bedeutung. Deswegen, ja, Gold Star. Ich liebe den Namen und wir kaufen auch dieses Pferd.
Okay, dann haben wir für das letzte Pferd auch ziemlich schnell einen Namen. Oh Gott, was war nochmal der Name? Ach so, genau, Summer Rain. Das Ding ist, einerseits gibt es so wenig schöne Namen, es ist so, aber einerseits auch so viele. Also wenn man erstmal dabei ist, findet man ja richtig viel Gute, aber es sind trotzdem relativ wenig Kombinationen. Also ich finde, wenn man so rumschaut, dann findet man auf jeden Fall eigentlich immer schon was Schönes. Aber wenn man sich irgendwas vornimmt, irgendeinen Namen, wo man sich denkt, den gibt es safe, dann gibt es ihn safe nicht. Okay, sie heißt Summer Rain. Ich finde eigentlich bei ihr das Bein ganz schön. Ich finde, der Huf hätte dann noch heller sein können. Finde ich trotzdem sehr süß. Ich werde sie jetzt auch mal kaufen. Ja, super, jetzt habe ich wieder alle Mavaris gekauft und meine kompletten Starcoins ausgegeben. 3000. Es war, glaube ich, gerade Doppel-Starcoins-Wochenende. Ich habe mir aber diesmal keine gekauft. Und ja, mit denen muss ich jetzt noch rauskommen, aber das kriege ich vielleicht irgendwie hin. Ich wollte hier jetzt noch schauen, was es dann aus... Oh mein Gott, es gibt Sättel. Ich liebe diesen Sattel. Ich habe darauf gewartet, bis es einen weißen von denen gibt. 100 Starcoins, Jesus. Okay, finde ich super, super schön. Werde ich mir noch kaufen, aber nicht jetzt, sondern wenn ich wieder Schillinge habe. Dieses Türkise finde ich auch wunderschön. Wow, das auch. Okay, ja, ich liebe den Mavari-Schmuck. Werde ich mir, wie gesagt, nach und nach noch zulegen. Ich werde mich jetzt erstmal abholen lassen und mir ein Pferd raussuchen, mit dem ich jetzt ein Outfit mache. Okay, wir werden die jetzt mal hier wieder in eine Reihe stellen. Ich habe noch so viel zu leveln. Ich habe die anderen Mavaris nicht annähernd ausgelevelt, wie ihr hier seht. Ich merke, mir geht die Stimme aus. Das liegt daran, dass ich heute Morgen joggen war und... Okay, ich suche mir erstmal ein Pferd aus, dann rede ich weiter. Ich nehme... Oh mein Gott, ist das wirklich schön. Ich werde allerdings mein Favorite nehmen. Apfel der Rappe. Es sind alle schön. Ich liebe die Mavaris. Ich weiß, dass sie viele jetzt nicht so hammermäßig finden. Ich finde die aber süß. Genau, ich werde jetzt nochmal kurz bei Steve's Farm schauen. Oder ich werde nochmal bei den anderen schauen, was gab es denn für Mähnen. Also bei diesem hier werde ich diese Mähne lassen. Beim Rappen hätte ich eigentlich gesagt Zöpfe, aber ich habe bei meinem englischen Vollblut schon Zöpfe. Deswegen werde ich das auch lassen. Und bei ihm hier bin ich gerade echt am Überlegen. Ich glaube, ich werde sie ändern, weil ich finde, diese Bauchzeichnung, wenn man sich das mal anschaut, ist so realistisch und die Mähne dann finde ich nicht so. Passt nicht so dazu. Deswegen werde ich wahrscheinlich Zöpfe dran machen. Jetzt mache ich aber erstmal ein Outfit. Genau, was ich erzählen wollte, ist, dass ich heute Morgen joggen war und es war kälter, als ich gedacht habe. Und ich habe logischerweise ziemlich viel kalte Luft eingeatmet. Und bei mir ist es immer so, wenn ich ja unter Anstrengung viel kalte Luft einatme, dass es dann natürlich im Hals so... Ich weiß nicht, was genau da passiert. Ich kann euch das nicht genau darlegen, aber der Fakt ist, dass ich danach keine Stimme habe, obwohl sich das wirklich legt. Also ist, denke ich, normal. Ich bin gerade echt am Überlegen, in welcher Farbe ich das Outfit mache. Vielen Dank übrigens auch nochmal an eure ganzen Komplimente zu meinem Kleiderschrank unter dem letzten Video. Oh mein Gott, bald ist es ja sogar schon Zeit, wieder Herbst-Outfits zu machen. Das stresst mich total. Ich kann es nicht glauben, dass der Sommer schon vorbei ist. Okay, beim Outfit verzweifle ich gerade ein bisschen, weil ich eigentlich nichts machen wollte, was ich schon so oft gemacht habe. Und ja, ich möchte was Außergewöhnliches machen, deswegen wird es gerade schwer, aber ich glaube, ich bin auf einem guten Weg. Okay, dieses Outfit ist jetzt ziemlich besonders. Vielleicht auch nicht jedermanns Sache, aber ja, ich hatte einfach mal Lust auf was anderes. Ich habe auch gefühlt noch nie ein Outfit mit braunen Sattel und Trense gemacht. Die Gänge brauche ich euch ja nicht mehr großartig zeigen, weil die ja inzwischen, glaube ich, jeder kennt. Ich finde sie nach wie vor eigentlich sehr schön. Vor allen Dingen, oh Gott, ich habe noch keinen Test gemacht, wie die beim Championat sind, aber der Sprung gefällt mir, wenn ich nicht gerade faile, wie gerade. Eigentlich, oh Gott, eigentlich sehr gut. Und ja, vielleicht sollte ich wirklich mal einleveln und dann ein Champi ausprobieren. Das war's jetzt mit meinem Video. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr euch heute auch noch ein oder mehrere Mavaris geholt habt. Wie schon gesagt, das ist auf jeden Fall meine Lieblingsfarbe, aber ich bin auf jeden Fall glücklich, dass ich jetzt tatsächlich alle habe. Und ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!